Eine der schwersten Sachen für mich als YouTuber ist es immer, dass wenn ich etwas Neues in der Post habe, ich immer erst warten möchte, um mit euch zusammen das Unboxing zu machen und das nicht direkt selber auspacken kann. Da habe ich diesmal eine Kleinigkeit wieder von eBay geholt. Eigentlich wollte ich mir diesen Sommer ja nichts mehr holen, weil mein Zimmer echt überquillt. Aber die Dinger hier waren so klein und auch nicht so ganz so teuer, die wollte ich unbedingt haben. Zudem habe ich was Cooles von meiner Familie bekommen, und zwar dieses Buch hier. Polaroid How to Take Instant Pictures, also ein Buch auf Englisch. Ich bin davon bis jetzt auch ziemlich begeistert, denn dieses Buch, dadurch, dass Instant-Fotografie ja sehr viel weniger technisch ist als Spiegelreflexfotografie zum Beispiel, geht es hier in dem Buch hauptsächlich um so Sachen wie das Wesen des Lichts, Komposition und andere Sachen, was Gestaltung angeht. Das bedeutet, dieses Ding hier ist nicht so ganz so katalogartig, wie es manche Anleitungen oder Bücher über die Spiegelreflex- oder Profifotografie sind. Und dadurch, dass das Buch viel mehr in Richtung Gestaltung geht und nicht in Technik, wie gesagt, gefällt mir das extrem. In den meisten Büchern mit professionellem Anspruch vermisse ich echt die gestalterische Komponente. Aber packen wir dieses kleine Paket hier mal aus. So, aber gucken wir uns den Inhalt dieses super kleinen Päckchens hier mal genauer an. Naja, was heißt Päckchen? Das Ding ist ja so eine Art Briefumschlag. Aber auch ziemlich zäh, wie ich sehe. Aber wenn man so ein Plastik einmal drin ist, geht das meistens auch. So, geöffnet. Und wir sehen, zum Vorschein kommen Soft-Auslöser in dunkelrot. Ich habe gedacht, die seien ein wenig röter. Ich weiß nicht, wie gut ihr das hier jetzt von der Farbe erkennen könnt. Versuchen wir die auch mal aufzukriegen. So, na, das will immer noch nicht. So. Oh, wie edel auf so einem kleinen Filzding. Das sind drei Soft-Auslöser, und zwar einmal in platt, einmal in konvex und einmal in konkav. Wer jetzt nicht weiß, was das heißt. Einmal platt, einmal mit Hubbel und einmal mit Tal. Und die kann man nehmen und kann diese in die Auslöser von Kameras reinschrauben. Wie hier der Konica C35. Gucken wir mal. So. Sieht doch ganz schmuck aus, oder? Jetzt können wir das ganze Ding hier immer hier oben auslösen. Aber ich glaube, der ist nicht richtig fest. Immer noch ein bisschen. So, jetzt sitzt er. Das sieht nicht nur cool aus, sondern man hat dadurch auch eine größere Auflagefläche. Und manchen gefällt das halt besser. Da muss ich halt gucken, ob das was für mich ist. Oder ob das doch dann am Ende doch nervt. Gucken wir mal die Seagull 4A1/3 an. Die bekommen wir das Ding mit dem Tal. Das kommt dann hier unten rein. Ich hoffe, das passt und kollidiert mit dem Gehäuse. Oh. Wie gesagt, entschuldigt meine Ungeschicklichkeit, aber ich muss ja, wie gesagt, immer um die Kamera noch drumherum arbeiten. Das ist doch die richtige Richtung, oder? Ich muss das mal kurz ohne die Kamera machen. Ich habe nochmal geguckt, bei der Seagull scheint das nicht zu gehen. Die scheint auch allgemein ein anderes Gewinde zu haben. Aber bei der Nikon FG müsste es gehen. Richte die halt das Tal. Und ja, sitzt. Müssen wir wie immer hier die F90 einstellen. Und das fühlt sich doch schon viel besser an als der normale Auslöser. Und sieht auch ganz cool aus. Ich hätte ihn natürlich besser in glänzend hellrot gehabt. Aber das Dunkelrot sieht doch auch ganz cool aus. Hier seht ihr das Ganze nochmal aus der Nähe an der Konica C35. Das Ganze aussieht und wie sich das dann auslöst. Hier das Ganze nochmal an der Nikon FG. Ich hoffe, ich bleibe im Fokus mit meiner Bewegung. Der Nachteil dieser Dinger ist jetzt natürlich, dass je nach Aufbau des Auslösers der Kamera das Ganze hier so ein bisschen exponierter ist. Dadurch findet man den Auslöser meistens etwas schneller. Auf der anderen Seite dagegen kann es natürlich sein, dass man ihn jetzt öfter mal versehentlich auslöst. Besonders cool macht sich der Auslöser meiner Meinung nach hier an dieser Nikon F601, da dieser Strich hier in etwa dieselbe Farbe hat wie der Auslöser, was man jetzt aber in der Kamera nicht so ganz so gut sehen kann. Sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Natürlich kommt zu den kleinen Dingern irgendwann ein ausführliches Review, wenn ich erstmal zugekommen bin, die ausführlich zu testen. Sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis dann! Auf die andere Seite, also auf die Unterseite, kommt dann unser Rollfilm. Euer Rollfilm hat hier wahrscheinlich kein Gummiband, sondern ein Klebestreifen, weil ich denke mal, euer Rollfilm ist neu. Mein Rollfilm hier ist ein Testfilm. Gucken wir das Ganze an. Das ist auch die richtige Seite.
Manchmal fliegt mein Testfilm auch hier so ein bisschen rum und ist nicht richtig gespult. Aber das ist diesmal korrekt der Fall. Wir machen das Gleiche. Lassen ihn hier in diese Kämme hier einrasten. Auf der anderen Seite haben wir dieses Schnappding.